Das Baby heißt Haley. Aber wisst ihr was? Die Oma hat wie für die Püppi und für die Mucki, hat die Oma für das Baby auch einen Spitznamen. Nee. Die heißt Haley, aber das ist Oma ihre Motte. Motte, weil sie nicht so klein ist. Ja. Motte. Nein. Den Namen, den die Kleine jetzt bekommen hat, den finde ich süß. Ist zwar für mich noch eine Umstellung, den Namen auch auszusprechen, weil früher gab es nur Otto, Franz und Paul. Ja, jetzt heißt die irgendwie so was wie mit Helium, Emilio oder ich kriege mit denen, für mich ist das die kleine Motte und Judith.